Hey und herzlich willkommen zurück in Städter. Himmelslinie. Ja, mein Name ist Kumpel. Hallo. Und wir sitzen in einem Bus. Ich bin wieder für die Anmoderation eingestiegen. Wir haben ja gerade in der vergangenen Folge so ein bisschen das Bahnhofsviertel schon vorstrukturiert. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt mit diesem besagten Bahnhofsviertel gleich noch alles anfangen können. Ich steige aus und dann gucken wir mal. Da ist unser Gelände. Da fahren auch schon unsere ersten Züge. Mit denen sollten wir mal mitfahren. Tatsächlich würde mich das interessieren. Das ist dieser hier, okay. Dann fahre ich mit der da mit. Oh, ich fahre in die falsche Richtung. Na gut, das hast du jetzt davon. Aber wir nutzen das, weil dann wird es in der Zeit auch vielleicht Tag. Ne? Das ist ja auch nicht so falsch. Aua. So. Da hält er unser ET420. Also der Mitteltriebwagen heißt übrigens für ET421, aber das nur am Rande. Das zählen die beiden vorne und hinten. Na, das war ein guter Sound tatsächlich vom Gang einlegen. Ich sage immer Gang einlegen, das ist aber das gar nicht, was da passiert. Ich habe es aber auch wieder vergessen. Hier ist noch sehr grün die Fläche. Ich will nur einmal in den Hauptbahnhof fahren. Das geht ja schnell. Da ist der nächste. Bahnhof. Da oben wird die Brücke drüber. Ich musste gerade einmal sehr herzhaft gähnen, tatsächlich. Das war bitter nötig. Manchmal muss man das. Da drüben sehen wir das noch nicht gebaute Viertel. Und mal gucken, wie die Kurve so ist. Ja. Hier steigt jetzt aktuell wahrscheinlich noch nicht viel Personal oder so aus, also Passagiere, weil einfach hier nichts ist. Aber das wird sich sehr schnell ändern. Und dann geht es wieder die Kurve zurück. Da kommt die andere S-Bahn. Die hat das neuere Design, deshalb kann man die gut unterscheiden. So. Hier wünsche ich mir jetzt natürlich noch so ein paar Spezialitäten. Vor allem natürlich erstmal schauen. Wir könnten uns den Spaß gönnen, dass wir hier irgendwie so ein Türchen irgendwo setzen und dann da den Weg durchbauen. Ich würde jetzt tatsächlich diese Stelle nehmen und dann wir müssen, das wäre so eine tödliche Ecke hier, weil eigentlich das Spiel das nicht möchte, dass man hier irgendwie was macht. Aber wir machen es trotzdem. Das ist nicht so schön. Kann ich auf den Punkt da nochmal zurück, bitte? Moment. Aha. Aber eigentlich geht es auch so mit so einer sanften Kurve. Dann können da schon mal die Fusis durch. Die wollen da ja auch durch. Wenn wir hier drüben entsprechend einen Platz machen, dann geht es auch. Das hätte ich ein bisschen groß. Ja, schade. Sehr schade.
Da ist jetzt so gar nicht der passende dabei, ne? Der das so elegant löst letztendlich, ne? Da haben wir so ein bisschen Pech gehabt, möchte ich sagen. Weil wir gerade einen Abstand von 5 haben. Na, das würde gehen, wenn es gehen würde. Da bräuchte man noch eine Verbindungsstraße, aber das ist doch geil. Aber ich glaube, das ist kein Durchgang, ne? Der richtig, da hinten ist dicht. Da hinten ist dicht, das ist nur, das ist also dazu. Mal nochmal weg. Die Idee gefällt mir dann doch nicht. Ich weiß, es ist kompliziert mit mir. Und wenn ich das da mache, dann. Wenn ich das so mache, da ist da auch dicht. Warte mal. Ja, das ist so ein Holzzaun dann. Der macht das nach hinten leider zu. Das schränkt natürlich die Möglichkeiten sehr ein. Dann machen wir es anders. Warte, da ist der Weg, ne? Dann haben wir da den Durchgangsweg. Hier macht ja auch noch in irgendeiner Form einer Sinn. Der dann unter Umständen hier so eine kleine Abkürzung noch darstellt. In den Kreisverkehr, also an den Kreisverkehr an der Stelle, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie ein kleiner Spielplatz hinkommt. Und vielleicht noch ein Brunnen und dann noch ein bisschen Gewurbel an Bäumen. Ich schau mal. Die sind schon süß, aber ich schau mal weiter. Wenn nicht, lieber so einen roten gerne. Die mag ich sehr, die Bäume. So. Sieht das hier jetzt so aus? Schon ganz hübschi. Was denn das? Achso. Ich ahne es. Na, Gabe. So. Dann hübscht es sich auch schon auf die Ecke. Sieht damit schon mal gut aus. Ich denke, wir brauchen da eh noch einen Durchgang, einen weiteren, der letztendlich auch noch hier die Stellen miteinander verbindet. Noch günstiger wäre, wenn er hier die Stellen miteinander verbindet, weil da eh nichts ist. Ja. Da kommen jetzt noch ein paar Bäumchen hin und sowas. Die sind aber winzig. Farn. Yellow. Yellow, okay. Hedge. Little Babush. Tiny Gartenbusch. Sehr tiny. Candy Busch, die sind alle so winzig, ne? Warum sind die Büsche so klein? Wie bunt ist denn der eigentlich? Ist ja süß, aber krass. Oh. Schade, dass man sie nicht drehen kann. Aber macht auch nichts. Sind halt nur sehr ähnlich alle miteinander. Moment, ich muss denken. So. Was ist das? Cyprus. Ah ja, cool. So.
kann man so, glaube ich, schon ganz gut anbieten. Ja, lassen wir erstmal, wie es ist. Ja, was brauchen wir noch? Also, wir sind ja hier am Hauptbahnhof und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn da irgendwie, ja, auch ein Ziel tatsächlich schon anbietet. Wir müssen mal gucken, welches. Also, könnte tatsächlich am Bahnhof das hier auch platzieren? Vor allem, wenn wir es irgendwo noch hinkriegen würden, wäre gut. Mit unserer Baureihe, die wir da begangen haben. Vielleicht ist es auch gar nicht so hübsch, dieses Ding. Wird der dazwischen passen, dann müsste ich hier meine Straße noch einmal korrigieren. Also was ist meine Straße? Ich würde es einfach eins nach drüben legen. Den Weg, der vorbeiführt. Habe ich gar kein Problem mit, bin ich total tiefenentspannt. Das ist halt so. Dann steht hier am Bahnhof der Big Ben, der auch gleichzeitig die Züge beschleunigt. Was ich hier auf alle Fälle auch haben will, ich weiß gar nicht, haben wir schon ein Taxiunternehmen bei uns? Offensichtlich schon. Das geht mir da ein bisschen drum, dass das hier ein bisschen realistisch aussieht. Ich habe die Hoffnung, dass ich hier, wenn ich einen kleinen Park nehme, dass ich da noch einen Park hier irgendwie gepflanzt bekomme. Der 4x4 ist, da habe ich aber eigentlich nicht viele. Ich könnte hier. Den will er nicht, den schluckt er da nicht, ohne den Weg zu zerstören. Das ist das Problem. Und den anderen wird er auch nicht schlucken, ne? Da komme ich einfach nicht dran, ne? Das würde sonst eventuell passen. Aber nee. Schade, schade. Was er dann noch machen könnte, auf alle Fälle. Bisschen was Grünes in Pflanzen. Dass es trotzdem nett aussieht. So, das haben wir jetzt so eine Kante dabei. Müssen wir schauen, dass wir das wegmachen. Hier vorne. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Aber so entsteht da ein kompletter Park draußen. Was wir da mit der Fläche machen, ich weiß es noch nicht. Und hier weiß ich auch noch nicht, was da noch so geht. Das muss ich auch erst probieren. Was da eventuell sich noch integrieren ließe. Hier würde das Labyrinth hinpassen. Und ich finde das eigentlich eine nette Idee. So ein kleines Labyrinth am Bahnhof, warum denn nicht? Das heißt, das ist natürlich jetzt hier, dieser Turm ist natürlich nicht das, was ich ursprünglich im Auge hatte, aber er hat halt eine Funktionalität. Und er passt halt genau da rein. Was ihn irgendwie schon cool macht an der Stelle. Auch wenn er nicht unbedingt zu allem anderen passt, aber das ist schon nett, dass das so funktioniert. Und ich würde hier tatsächlich. Da würde ich eine Gewerbesträßchen draus machen. Das könnte man auch hier mit dem Stück machen. Hier brauchen wir auf alle Fälle noch einen Durchgang. Dass die Leute da zu Fuß durchkommen. Die Autofahrer nicht, aber die Fußis. Ich weiß, ich nehme immer den langweiligen. Aber der reicht mir irgendwie. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde den langweiligen in der Regel völlig ausreichend. Komme ich da ins Löffelchen? Nein, doch. Oh, nein, nein. Ja. So, nein, nein. Vielleicht doch, weil ich ja so anhatte. Jetzt sah das ja aus. Da kann man dann auch durchgehen. Das finde ich auch ganz gut. Und da kann hier schon mal ein bisschen noch Gewerbe hin. Das wird später nachverdichtet alles. Das restliche Gelände müssen wir jetzt erstmal entwickeln. Und einen Plan dafür entwickeln auch tatsächlich.
wie wir das genau verarbeiten wollen. Wir werden, wenn wir hier im Wohngebiet machen, in jedem Fall Schulen brauchen. Wir können aber hier in der Hauptstraße sich schon mal auch noch mal Gewerbe ansiedeln. Das ist da nicht so falsch untergebracht. Erstmal. Ich würde mir kurz hier nochmal einen Bereich rauspicken. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich brauche, aber vielleicht ist man hier. Die ist zu fett. Die ginge sogar. Dann setzen wir doch da rein. Jetzt haben wir da noch ein Streifchen über. So. Dann haben wir hier eine Kirche stehen. Das finde ich auch immer so ein bisschen gut. Ich könnte mir halt auch vorstellen, irgendwie so eine, sowas wie hier diese Landesversicherungsanstalt irgendwo hier unterzubringen. Oder auch hier in dem Bereich irgendwo, ne? Wenn sie irgendwo passt, wo man sagt, okay, es ist wie dafür gemacht. Das hier war dafür gemacht, ne? Aber da will ich es eigentlich nie haben. Wenn ich ehrlich bin. Na gut, man könnte die tatsächlich hier platzieren. Und dann sagen, okay, wir bauen noch einen Weg da hoch. Ich mach das mal. Ich würde dann gerne von hier nach da so ungefähr. Er macht es auch so. Das heißt, man kann also auch vom Bahnhof hinlaufen, ne? Als Fußgänger relativ easy. Und dann machen wir hier halt noch ein bisschen weiteres, so locker flockiges Gewerbe hin. Da müssen wir auch von Hand machen, damit er mir hier nicht sich zu sehr reinhängt wieder. Das ist gut. Machen wir hier so ein kleines Gewerbegebiet, was letztendlich darauf hinausläuft, irgendwie so wahrscheinlich so in Richtung ja, Computerentwicklung oder so IT, vielleicht machen wir das später draus, oder Büros, oder auf alle Fälle wird das noch nachverdichtet. Das ist der Teil hier jetzt hier ein Gewerbeblöckchen, hier auch noch ein bisschen Gewerbe. Da oben weiß ich noch nicht, was ich damit genau mache. Dann setzen wir hier noch einen Gewerbeblock rein. Und haben halt hier dann nochmal, da manchmal dünner, ne? Mal gucken, wie es aussieht. Manchmal dünner. Das lasse ich mal frei. Da kann ich noch was zusammenbaumsen. Letztendlich, da darf es tiefer. Da haben wir eh nichts. So. Haben wir noch viel Platz zum Wohnen. Und auch da sehe ich was mir Freude machen würde, wenn es dann Fußgängerdurchweg gäbe. Wenn wir Glück haben, habe ich richtig gebaut. Dann könnten wir hingehen und sagen, okay, dann gehen die Leute da durch. Und dann könnte man hier hinten den Teil mit der Kirche. Ich kann ja auch einfach nur hier das Parking dahinter bauen. Ist nicht, kann man drüber laufen, ne? Ist nicht so besonders spektakulär. Nicht besonders hübsch. Aber wir wissen ja, wie es läuft, ne? Ich weiß halt nicht genau, ob man da wirklich durchlaufen kann, irgendwie. Sonst wäre es natürlich ideal. Machen wir das erstmal so. Das ist hinten an der Kirche, eben das, man kommt da nicht wirklich vorbei, ne? Das ist nicht vorgesehen, dass man irgendwie durchläuft. Aber dann haben wir hier den Parkplatz. Und wir brauchen ja sowieso noch Schulen. Da passen doch 500, was eine Highschool, eine kleine. Ist aber gar nicht so übel. Ich brauche nur den passenden Platz für sie. Ich irgendwie gut finde. Naja, ist aber mir doch völlig zu groß. Hier ist noch mit 270er Kapazität eine Schule, ne? Ist der klein. 300. Das ist so, glaube ich, das ist auch ein. Ist aber riesig, das Teil. Riesig ist das, riesig, sag ich dir. Hier ist dann noch so eine deprimierende Highschool. Passt aber gut hin. So ein bisschen Deprimierung oder hier noch ein bisschen näher an der Landesversicherungsanstalt. Ach, machen wir einfach mal, ne? Gucken wir mal. Wie viel Geld habe ich noch? Oh, jetzt bin ich fast blanki. Blanki ist nicht so gut.
wir brauchen ja auf alle Fälle noch Grundschulen. Ich setze mal eine einfach hier hin, von diesen. Und dann mal gucken. Geldmäßig ist jetzt natürlich nicht mehr viel los. Das Stadthaushalt ist leer. Das ist wie in Wirklichkeit alles. Wir könnten das Ganze ein bisschen beschleunigen, indem wir Richtlinien nutzen. Indem wir unser Geld, unser Einkommen schmälern. Das Schöne ist, dass nur die Busse sind kostenlos. Ne? Die S-Bahn musst du weiter bezahlen. Und Recycling mache ich auch schon mal an. Und Plastikrecycling auch. Und ansonsten würde ich hier Förderung des Radfahrens machen. Und Filter für Industriemüll. So. Und wir brauchen nach wie vor eine Grundschule und das ist ein bisschen Zeit vergangen. Und dann kann man vielleicht noch. Jetzt hat die Frage, wohin? Die macht nur 80, das ist sehr wenig. Die da vielleicht. Ferien ganz gut. Finde ich eigentlich ganz gut. So passt es eigentlich ganz gut dahin. Da haben wir den Bereich mit Grundschulen und so weiter erstmal abgedeckt. Einer Oberschule in irgendeiner Form haben wir jetzt nicht. Die kann ich mir auch gerade nicht leisten. Ich mache jetzt erstmal weiter und check nochmal das Zeug. Rettungswachen oder dergleichen ist hier nicht so wahnsinnig gut vertreten. Ich habe aber auch kein Geld, ne? Muss man klar sagen. Ist halt die Frage, ob wir uns ein Darlehen aufnehmen. Wir hätten nur die Möglichkeit, das Kleine zu nehmen. Glaube ich, sehe ich jetzt aktuell nicht. Ich würde lieber mal den Zuzug erstmal steigern und zwar in den Bereichen, wo es auf alle Fälle schon mal stattfinden kann. Das wäre dann hier. Ich mache hier noch eine Kleinigkeit anders. Und wir kriegen hier seitlich von den Parkplätzen noch gerade zwei Brunnen dabei. Wenn wir Glück haben, kriegen wir da noch ein Bäumchen reingequetscht. Wenn nicht, dann nicht. Der sollte aber kein großes Problem sein. Machen wir ein bisschen anderen Baum, ne? Ja. Ich will halt auch nicht so, dass es so aussieht, als könnte man da nicht mehr parken. Das wäre auch blöd. So, das ist da drüben eine Birke und das ist trotzdem gleich viel hübscher, ne? Das ist der große Unterschied. Läuft also gut. Läuft schon. So. Das auch. Ich würde auch tatsächlich hier die Ecke schon mal fertig machen. Und hier hoch zu. Jetzt nochmal schauen. Ist schon ein bisschen Geld gekommen. Nochmal wegen Krankenhaus auch. Vielleicht hier dieses Healthcare. Das schafft zwar nur 40. Das schafft die auch. Aber für mich ist die noch relativ neu. Man weiß ja, ja, man mag neue Sachen eigentlich immer ganz gern. Ich nehme doch das Kleine. Das kann ich irgendwo in eine Reihe reinquetschen. Ich weiß noch nicht wo. In der Schule finde ich es nicht passend. Machen wir so ein bisschen freistehend. Wir haben auch kein. Hier ist gar nichts friedhofseitig. Könnte jetzt hier natürlich, da ist ja glaube ich irgendwo eine Schule. Könnte jetzt natürlich hier den Friedhof so dazu quetschen. Ne, da ist die Schule. Dann quetschen wir hier mit rein. Komm. So. Feuerwehr haben wir da auch nicht so wirklich, aber auch nicht so wirklich nicht. Also von da aus ist nicht so weit. Polizei ist schlechter. Aber vielleicht haben wir Glück und die passt hier vorne einfach mit drauf. Die könnte sogar optisch ganz gut passen. Dann hole ich mir nochmal gerade für da vorne einfach so ein Parki. Also so einen. Und auf der anderen Seite können wir auch noch einen machen. Der Mini English Garden oder der 2x2 Park, da nehme ich den.
So, das heißt, wir werden ja noch Busse fahren lassen. Die müssen da noch hin und jetzt haben wir erstmal, also Feuerwehr haben wir nicht, aber wir haben einen Krankenwagen, das ist soweit alles da. Also die Frage nach einer Universität stellt sich tatsächlich noch für mich. Müssen wir mal schauen. Und hier haben wir wirklich die Situation, dass wir auch keine Brücke einfach rüberbauen können, weil es nicht passt. Das ist aber ja oft so. Das heißt, wenn ich da eine Brücke rüberbauen will, dann muss die halt so ein bisschen schräg werden. Ja, das ist halt so. Nicht ganz so schräg. Warte. Ort ist bereit belegt, weil ich da ein bisschen nah dran gekommen bin. Trotz Rotanarchie aus. Ja, insgesamt hat es ganz gut geklappt. Dann haben wir da noch eine Verbindungsstraße. Das ist auch ganz juti. Da sind wir auch noch nicht fertig, wie ich sehe. Machen wir bei Gelegenheit. So. Die Busse fahren aktuell wo? Der fährt jetzt da lang. Hier können wir uns gedanklich schon auf die Brücke rüber vorbereiten. Das Problem, was wir mit der Brücke rüber in jedem Fall haben werden, ist, wir müssen die beiden Gleise noch durchquetschen. Und dann wird's tricky. Beziehungsweise, ich ziehe sie mal gerade durch. Warte mal, was anderes. Und zwar die Überlegung ist dann zu sagen, okay, wenn die Brücke da lang muss, dann geht es halt hier erstmal nur eingleisig weiter. Muss der Verkehr sich halt erstmal sortieren. Ich hoffe, wir werden vom Verkehrsaufkommen da nicht in so große Probleme laufen. Aber es passt gar nicht gut hier dran, ne? Lassen wir das mal gerade. Ich versuch's einfach mal. Da irgendwie brückentechnisch drüber zu kommen. Wohin die Strecken genau führen werden, keiner weiß es. Es geht mir nur darum, die Brücke schon stehen zu haben. Finde ich dann gut. Ich könnte jetzt nochmal versuchen, das hier. Dann sollte es gehen. Frage ist, ob dann wieder irgendwelche Masten da irgendwo reingesetzt werden. Nein, aktuell haben wir da gar keinen Mast. So. Die Brücke steht. Da gibt es nichts zu jammern. Die wird dann hier auch nochmal, ja, die Autobahn über eine Brosse eigentlich nicht überqueren, kann irgendwie parallel dazu weiterlaufen später. Ja. Schön, schön. Gefällt mir ganz gut. So, da können auch noch ein paar Bäumchen hin. So. Das ist so ganz hübsch. Wundervoll. So, ihr Lieben. Ich würde tatsächlich dann für heute zum Ende kommen, weil ich merke, dass mir der Freitag nach dem Dienst gerade so ein bisschen nachläuft. Ich hatte heute ja auch schon mehrere Blöcke Unterricht. Und sieht aus wie eine Schule, ja, passt, läuft. Hatte mehrere Blöcke Unterricht und bin tatsächlich ein bisschen, ja, erschlagen. Man möge mir das nachsehen. Na, zum Glück können wir da ein paar Bäume reinpflanzen.
sieht gleich viel netter aus, viel weniger depressionsartig. Ne? Aber wir haben wir auch die Möglichkeit, da so ein bisschen Innenhof hinzumachen. Das gibt es irgendwo hier so. Was haben wir hier? Ah, da siehst du sowas hier. Gartenfliesen. Ah, das machen wir noch. So viel Zeit muss sein, auch wenn Freitag ist. Also für dich nicht, aber für mich. Schule geht's Licht an. So, passt das ganz gut. Können wir auch noch auf einer Seite machen. So ein bisschen Liebe ins Detail stecken. In dem Innenhof, den eh keiner jemals wieder sieht. Aber warum nicht? Kommt einer nicht durch oder was ist da los? Ich mache nicht alles, sondern immer nur so ein Teil. So ein bisschen Hof halt. So finde ich eigentlich ganz cool. Und dann bräuchte man halt noch so ein bisschen Gedöns da für so eine Schule. Na, Palmen vielleicht nicht unbedingt. Das ist ein bisschen klein. Ein paar Bänke oder so. Hängende Bepflanzung. Hm. Wir setzen in hier einen kleinen Pavillon rein. Das hat nicht jeder. So. Und dann bräuchten wir für die andere Stelle einfach noch ein paar Bänke vielleicht. Ne? Das könnte gut sein. Oh, guck mal hier. Statt Bänke gibt es hier ein paar Blumenbeete. Einmal hier, einmal hier. So, jetzt haben die da einen Innenhof, der nicht mehr ganz so brutal schrecklich ist. Würde ich behaupten. So, ihr Lieben, jetzt aber, jetzt muss ich brauche Wochenende. Ich bin... Das hat Spaß gemacht, jetzt bin ich aber voll auf Zahnfleisch. Ich sage danke fürs dabei gewesen sein und wünsche eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder im lieben, schönen Tübingen. Guck mal, ich kann sogar bis dahin auf die Berge leuchten. Guck mal, wie weit ich leuchten kann. Ich bin da. Ich bin der Leuchter. Ich bin der Armleuchter. Hm.